Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor mir liegt das Redmi Note 10 Pro. Vor ein paar Wochen vorgestellt und ein Riesenhype dabei ausgelöst. Wir schauen uns heute das Gerät im Unboxing und Ersteindruck an und ich entschildere euch natürlich, warum das Gerät so gehypt wird. Für einen Preis von ca. um die 300 Euro, die deutschen Preise stehen noch nicht ganz fest zu dieser Zeit, hat es geniale Ausstattung. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, eine typische Note-Verpackung haben wir da. Natürlich hier vorne das Gerät abgebildet, ein Mi-Logo hier oben rechts, sonst auch wieder hier Redmi Note 10 Pro. Alles wie gewohnt. Es gibt auch nur eine globale Version. Es gibt gar keine China-Version von dem Gerät. Xiaomi hat sich entschieden, hier direkt eine globale Version auf allen Märkten auf den Markt zu bringen. Ja, und es ist Ende März soweit, 2021. Da wird bei Xiaomi Deutschland auch dieses Gerät vorgestellt. Ich habe mir das Teil gekauft für einen Kollegen. Vielen Dank, Damian, für die Leihgabe und dass ich es auspacken darf, importiert bei AliExpress, mittlerweile auch da ausverkauft. Also es wird Zeit, Xiaomi Deutschland, dass das Teil hier in Deutschland auf den Markt kommt. Ja, wir schneiden jetzt das Siegel auf. Hier hinten, ihr seht mi.com, also schneiden wir auf und jetzt ziehen wir auch gleich die Packung auf. Ich bin nämlich sehr gespannt und ich habe diese Farbe. Bronze heißt die Farbe. Ich bin wirklich gespannt drauf. Es ist eher auch so orange dabei. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf die Farbe. Das stelle ich mal hier hinten hin. Und jetzt hier designed by Redmi, so wie man es kennt. Schauen uns natürlich als allererstes ganz in Ruhe den Lieferumfang des Zubehörs an. Wir haben wie immer eine SIM-Nadel. Die brauchen wir später. Und hier haben wir ein User Guide in allen Sprachen und die Warranty Card, also ist auch Deutsch dabei und eine Silikon-Schutzhülle, innen ein bisschen schraffiert und außen ja ein bisschen milchig gehalten und doch relativ glatt. Ich bin mal gespannt, wie das in der Hand liegt. Da können wir auch nachher mal ausprobieren. Ja, das war's, was hier drin ist und jetzt direkt das Redmi Note 10 Pro. Boah, was eine Farbe. Ich habe sie schon gesehen. Krass. Hier im Lieferumfang habt ihr ein USB-Kabel, natürlich USB-C, das ist ganz klar, orange abgesetzt und Kenner wissen, bei Xiaomi heißt das 33 Watt, hat das Netzteil an Ladegeschwindigkeit und der Akku, der hier verbaut ist, 5020 mAh stark. Ja, habe ich jetzt schon vorweggenommen, ein schon etwas dickeres Netzteil, hier auch nochmal orange, wie gesagt 33 Watt kann das Gerät damit geladen werden. Das ist doch ordentlich schnell für einen Preis, ich würde sagen je nach Version natürlich. Ich denke mal so 270 bis 330 Preisbereich. Wenn ich bis zur Veröffentlichung des Videos die genauen Preise für Deutschland habe, blende ich die natürlich euch ein. Das ist überhaupt kein Ding. Und auch ich verlinke euch natürlich das Gerät, wo ich es her habe. Ich habe es bei AliExpress bestellt oder auch andere Quellen. Ich verlinke euch das Gerät, weil es ist sehr, sehr interessant für den Preis. Ihr werdet gleich sehen. Wenn ihr es nicht eh schon wisst und habt die Präsentation geschaut. Ja, sonst ist nichts drin, kein Kopfhörer. Macht Redmi oder Xiaomi beziehungsweise ja nicht mehr. Ja, hier vorne stehen schon erste Specs drauf, aber die gehen wir in Ruhe durch. Jetzt schauen wir uns das Gerät an. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter mit der Rückseite, weil die sieht ja mal richtig krass aus. Also den Aufkleber kriege ich jetzt leider nicht ab, ohne euch die Rückseite schon zu zeigen, oder? Kriege ich es hin? Also ein bisschen seht ihr ja auch schon den Rand. Aber jetzt drehen wir es mal rum und legen es einfach mal hier hin, damit ihr mal schön genießen könnt. Boah, sieht das krass aus. Und je nach Lichteinfall ist das Orange-Bronze doch ein bisschen heller und dunkler. Wirklich eine super krasse Farbe. Ich bin total begeistert. Das sieht wirklich super aus. Hier nochmal von quer könnt ihr es nochmal schauen. Und jetzt gucken wir natürlich uns mal an. Hier hinten haben wir Glas und hier ein sehr markanter Kamerabumper, der doch auch etwas heraussteht. Jetzt hole ich doch gleich mal die Hülle bei, weil Xiaomi macht doch gelegentlich so, ja, so komische Sachen, dass die Hülle der Bumper gar nicht abschützt, also so überragt. Aber hier ist es so, also hier überragt der Rand
den Kamerabumper. Das ist gut. Natürlich passen alle Aussparungen. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Das ist ganz klar. Ja, Rückseite ist Glas, wie gesagt, Gorilla Glas 5. Der Rand, der ist aus Kunststoff, wie mir es scheint. Ja, ich sehe nämlich auch keine Antennenstreifen und er fühlt sich auch so an. Er ist wärmer, als man es gewohnt ist von Metallrahmen. Aber fangen wir ganz langsam von vorne an. Hier haben wir den Power-Button und da ist integriert ein Fingerabdrucksensor. Es ist was in der Hinsicht Besonderes. Xiaomi wollte da anscheinend ein bisschen Geld sparen, aber warum das was Besonderes ist, das erzähle ich euch gleich. Oben drüber haben wir die Lautstärke-Taste, die ist super verarbeitet, wackelt gar nichts. Der Rand ist glänzend gehalten. Hier oben haben wir ein Infrarotport, macht Xiaomi Redmi ja sehr, sehr gerne. Ein erstes Mikrofon und einer von zwei Lautsprecher, also auch hier Xiaomi zieht das durch, selbst in die Einsteigerklasse. Da könnt ihr mal schauen, das Redmi 9T, ich verlinke euch mal hier oben das Video, das hat auch Dual-Lautsprecher. Das macht Redmi jetzt und Xiaomi jetzt mittlerweile bei jedem Smartphone, das finde ich wirklich super. Je nachdem, wie sie sich anhören natürlich, aber Stereo ist schon besser, zumindest als Mono. Einen 3,5 mm Klinkenanschluss, auch super für eure Kopfhörer. Auf der linken Seite dann den SIM-Schlitten, den pieksen wir doch gerade mal raus und schauen, was hier Xiaomi uns verbaut. Ja, und auch hier haben sie, ich halte es mal so rum, auch hier machen sie keine halben Sachen. Einmal, zweimal SIM-Karte und einmal Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Speichervarianten gibt es übrigens 64 und 128 GB UFS 2.2 und ihr könnt, wie gesagt, den internen Speicher auch noch erweitern. Ja, stecken wir wieder rein, vorsichtig natürlich, dass hier nichts passiert. Wir haben sonst auf der linken Seite nichts, auf der Unterseite ein weiteres Mikrofon, den USB-C 2.1 Port. Da müsst ihr doch leichte Abstriche noch zu der Flaggschiff-Klasse in Kauf nehmen, aber ich denke, das kann jeder verkraften. Dann, wie gesagt, der zweite Lautsprecher. Stereo-Lautsprecher, wie gesagt, richtig Dual-Stereo-Lautsprecher, nicht hier oben in der Hörmuschel drin. Das ist auch super, das gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt sind wir bei den Maßen des Geräts. Wir haben 76,5 mm, 164 mm und es ist angenehm dünn, 8,1 mm und nur 193 Gramm. Für einen über 5000 mAh starken Akku wirklich ein super Gewicht und auch eine schöne, dicke, von 8,1 mm. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, auf der Front, wir schalten es schon mal ein. Ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, Full HD Plus Auflösung, 1080x2400 Pixel bei 395 ppi. Ihr sagt, ja, gesunde Mittelklasse, super klasse, aber es ist AMOLED, das ist schon mal ein Mehrwert und 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Das habt ihr in dem Zusammenspiel eigentlich nur in der Flaggschiff-Klasse, also AMOLED und 120 Hertz. Normalerweise in der bis zu 300 Euro Klasse habt ihr ein IPS-Display mit 120 Hertz maximal und hier habt ihr wirklich AMOLED mit 120 Hertz. 240 Hertz Abtastrate, auch da wirklich ein guter Wert. 1200 Nits hell wird das Display maximal, HDR10 fähig. Ein Always-On-Display wird natürlich unterstützt, auch vorne Gorilla Glass 5 und hier oben habt ihr eine ganz kleine Punch-Hole-Notch, die ist wirklich sehr, sehr klein. Die Display-Ränder, okay, die könnten auch etwas kleiner sein, sie sind etwas dicker als bei dem Mi 11. Video findet ihr natürlich hier oben, auch von mir, ein Video zum Xiaomi Mi 11, mehrere sogar, da könnt ihr mal nachschauen. Das hat das Mi 11, das angesprochene, hat natürlich kleinere Displayränder. Aber für den Preis absolut okay, AMOLED 120 Hertz und die Displayränder gehen dafür vollkommen in Ordnung. In der kleinen Punch-Hole-Notch ist verbaut eine 16 Megapixel Sony IMX 471 Frontkamera mit einer Blende von f2.45. Ja, und bei Kameras drehe ich das Gerät natürlich gleich wieder rum, dass wir uns hier die Kamerasensoren anschauen und ihr seht, es ist ein mächtiger Kamerabumper. Und jetzt gehen wir eine nach den anderen durch. Wir haben als Hauptsensor einen 108 Megapixel Samsung Sensor mit einer Blende von f1.9. Das ist der gleiche Sensor wie bei dem Mi 11. 108 Megapixel, wirklich hochauflösend. Ich bin mal gespannt, ob auch die kleinen Unsicherheiten im Fokus
in der Fokusbreite hier bei dem Redmi 10 Pro, Redmi Note 10 Pro auch vorhanden sind. Da sind wir gespannt. Das könnt ihr natürlich alles bei mir auf Social Media sehen. Da könnt ihr gerne folgen. Ich blende euch hier was ein. Da freue ich mich immer und immer wieder drüber. Als zweiten Sensor ein 8 Megapixel Sony IMX 355 Ultra-Weitwinkelsensor mit einer Blende von f2.2. 118 Grad Weitwinkel, das ist nicht ganz so breit wie manche andere Hersteller, aber auch 118 Grad ist da noch gut im Mittelwert vertreten. Weiter geht's dann mit einem 2 Megapixel Bokeh-Sensor. Das ist nichts, ja, nichts Wildes. Galaxy Core heißt der Sensor, ist von der Firma Galaxy Core mit der Blende von f2.4. Und als letzten Sensor einen 5 Megapixel Omnivision-Sensor. Es ist ein Telemakro-Sensor mit einer Blende von f2.4 und das dürfte auch derselbe wie im Mi 11 sein. Also Xiaomi verbaut in dem Redmi Note 10 Pro doch viele Elemente aus dem Mi 11 mit einem, ja, doch halben Preis, sogar unter einem halben Preis. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gerät und ich glaube, es wird auch der neue Preis-Leistungs-Knaller von Xiaomi werden in der nächsten Zeit. Damit müssen sich andere Hersteller messen lassen. Ja, mit der Kamera könnt ihr übrigens 4K-Videos aufnehmen, elektronisch bildstabilisiert, digital Zoom, Nachtmodus. Ihr könnt eure Fotos im RAW-Modus abspeichern und natürlich auch HDR. Ja, optische Bildstabilisierung ist jetzt leider nicht vertreten. Das ist dem Preis bestimmt geschuldet. Da habt ihr natürlich leichte Abstriche. Dem Preis geschuldet ist auch der angesprochene Fingerabdrucksensor im Rahmen, wenn wir jetzt gerade nochmal dabei sind, weil normalerweise bei AMOLED-Display ist er unter dem Display verbaut, aber auch da ein bisschen preislich ein bisschen einzusparen, hat Xiaomi ihn hier im Rand in dem Powerbutton verbaut, da ist das doch etwas günstiger. Ja, als Oberfläche haben wir hier Android 11 auf der Basis von MIUI 12, ihr seht es hier, wir richten das Ganze doch jetzt mal ganz schnell ein und ihr wisst, ich spule dann immer ein bisschen weiter, dann richten wir den angesprochenen Fingerabdrucksensor hier an der Seite doch mal ein. Das geht Xiaomi gewohnt relativ schnell und er ist auch sehr zuverlässig. Da habe ich bis jetzt gute Erfahrungen bei Xiaomi gemacht. Finger leicht bewegen, also jetzt müsst ihr noch die Ränder einlesen, so ein bisschen den Finger drehen und dann dürften wir es auch gleich haben. Jawohl, es ist eingerichtet, ne, noch nicht ganz. Jetzt, er ist eingerichtet, jetzt können wir hier auf Fertig klicken und dann machen wir noch schnell weiter. Ich möchte natürlich eine App-Übersicht, ich mag den App-Drawer und hier Einrichtung abgeschlossen und jetzt sind wir gleich in der Oberfläche, sobald die Apps geladen wurden. Ja, jetzt sind wir in der Oberfläche, MIUI 12, wie angesprochen, und hier habt ihr 120 Hertz. Wir gucken, ob es auch wirklich 120 Hertz ist. Ich habe jetzt doch ein bisschen gedacht, es ist ein bisschen langsamer. Schauen wir mal. Wir haben natürlich einen Dunkelmodus, einen Dark-Modus zum Einstellen. Jawohl, es ist noch 60 Hertz eingeschaltet. Wir gehen jetzt hier auf die 120 Hertz und jetzt dürften wir, jawohl, es ist sehr flüssig. Ihr seht das leider nicht so sehr auf der Kamera, aber 120 Hertz AMOLED, es sieht super aus. Super Blickwinkelstabilität und es läuft hier butterweich. Ihr seht Play Store, alles drauf, trotz dass ich bei AliExpress bestellt habe, also nicht in Deutschland erworben habe, das Gerät ist alles in Deutsch, der Play Store ist drauf, ihr könnt das voll nutzen, Weitwinkel Level 1 ist vorhanden für Netflix und andere Streamingdienste in Full HD zu schauen, also da habt ihr überhaupt keine Einschränkungen, wenn ihr das Gerät jetzt schon vor Marktstart in Deutschland haben wollt. Ja, gepowert wird das ganze Teil und da ist auch so ein kleines Raunen, ja, will ich nicht sagen, weil es war ja kein Publikum da bei der Vorstellung, zumindest ein Raunen bei mir irgendwie gekommen, Snapdragon 732G. Es ist, dürfte der gleiche Prozessor sein wie in dem Poco X3 NFC, was ja so das letzte Jahr das Preis-Leistungs-Highlight war. Es ist der gleiche Prozessor, er ist nicht 5G-fähig, es ist ein Octa-Core mit maximal 2,3 GHz. Natürlich reicht er für alle Anwendungen und Spiele aus. Die High-End-Spiele könnte sein, dass ihr da ein bisschen runterdrehen müsst. Adreno 618 Grafikeinheit,
6 oder 8 GB LPDDR4X RAM, 64 oder 128 GB UFS 2.2 ROM, also interner Speicher, den ihr mit einer MicroSD-Karte wie vorhin gesehen erweitern könnt. AnTuTu Benchmark-Punkte ergibt das Ganze bei 291.180 Punkte. Das ist ein guter Wert, wie gesagt, ihr könnt da ja Dual-Apps verwenden, Multitasking, natürlich Social Media locker machen, Twitter und alles, was ihr dazu braucht, TikTok und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem, das kann das Ding absolut. Grafisch intensive Spiele muss man mal schauen, die müsst ihr bestimmt ein bisschen runterregeln, aber ich sag mal, für den Preis könnt ihr trotzdem alles zocken und um die 300 Euro, also was will man mehr? Ihr könnt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das Nonplusultra für 300 Euro in euren Augen auch ist. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr da so in die Kommentare schreibt. Oder sagt ihr, ah ja, Fingerabdrucksensor könnte schon noch unter dem Display drin sein, ein anderer, neuerer Prozessor, vielleicht der Snapdragon 765 mit 5G zum Beispiel. Also schreibt doch einfach mal eure Vorstellungen rein, was ihr hättet da noch gern gesehen. Ja, sonst natürlich, also kein 5G wie angesprochen. LTE-Bänder sind alle für Deutschland wichtigen Bänder vorhanden. Auch die Importversion LTE-Band 20, 28, 8, alles dran. WLAN 2,4 und 5 GHz. Bluetooth 5.0, auch da nicht die neueste Version. NFC und wie angesprochen 33 Watt Laden, 5020 mAh Akku. Kein Wireless Charging, okay, also lasst die Kirche im Dorf. Ich sag mal, für 300 Euro bekommt ihr ein Gesamtpaket, das sich gewaschen hat. Hier hat Redmi bzw. Xiaomi wirklich abgeliefert. Ich bin begeistert von dem Gerät. Es ist schön dünn. Es hat einen super Look. Glasrückseite, AMOLED-Display, 120 Hertz, 108 Megapixel Kamera. Wirklich super Gerät. Also ich bin total begeistert, vor allem von dem Preis für das Gerät. Da, wie gesagt, müssen sich andere Hersteller jetzt dran orientieren. Und bevor ich jetzt noch weiter schwärme, soll es das gewesen sein für das Video zu dem Redmi Note 10 Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!